Versprochen, heute wird die Sendung nicht so lang werden mit einer Viertelstunde. Ich versuche, mich kurz zu halten. Und kurz ist dieses Intermezzo der Sahara-Luft mit diesem Schwung. Und er kommt aber ziemlich schnell wieder. Grüße Sie und grüße euch. Und der Holger aus der Nähe von Neuss hat dieses Sonnenaufgangsfoto eingefangen. Und da kann man erkennen, in der Atmosphäre sind Sahara-Sand und Sahara-Staub und es wird ein heißer Tag. Und es wurde ein heißer Tag und der Sonnenuntergang, den schauen wir uns jetzt aus dem Hunsrück an, mit Blick auf die Eifel. Auch hier, das ist so ein richtig schöner Hochsommerhimmel. Und ich habe ja etwas gemacht. In der heutigen Zeit ist das ja bei dieser Wetterlage schon ein bisschen anrüchig. Ich habe das Wetter genossen. Das ist ein Bild von 2300 Meter Höhe mit einer glasklaren Luft und einer angenehmen Wärme und einer ewig weiten Sicht. Das war wirklich etwas Besonderes. Gestern hatten wir Frühwerte auf den Bergkuppen im Westen von über 20 Grad. Das heißt, hier haben wir eine Tropennacht erreicht. In den Muldenlagen, beispielsweise von Baden-Württemberg, ging es nochmal auf einstellige Werte runter. Und diese Karte mit im Deutschlandschnitt 34,9 Grad stammt von Anfang August 1992. Das ist also 30 Jahre her. Ich kann mich daran erinnern, weil da hatte ich das auch genossen. Da waren wir nämlich damals mit einer größeren Truppe im Freibad und im Radio wurde gute Laune Musik gespielt. Es wurden Tipps gegeben, wie man zu baden gehen kann, wie man das ganze Wetter genießen kann. Das war vor 30 Jahren. Ich bin ein alter Sack. Und das war gestern. Da war es im Deutschlandmittel sogar ein Tacken kälter, okay, gerundet bis zu 40 Grad, an der See 24 bzw. 25 Grad. Und es gibt unzählige an Sondersendungen, wie wir überhaupt das Ganze überleben. Vielleicht am Badesee, vielleicht in den Bergen. Der Juli verlief bisher so einigermaßen lala, im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel deutlich zu warm, im Vergleich zum jetzigen Mittel einigermaßen okay. Geht jetzt noch ein bisschen weiter rauf, dann wogt es runter, rauf und wieder runter. Wir werden aber in einem deutlichen Plus rauskommen. Und was den gesamten Sommer angeht, den meteorologischen Sommer, da sind wir auch weit überdurchschnittlich und es wird weit überdurchschnittlich weitergehen. Und wir bleiben auf Platz 4 und am Schluss für Anfang August sind wir bei knapp unter 19 Grad Mittel nach 2003, nach 2018 und 2019 eben auf Platz 4. 1992 und 1994 sind übrigens auch sehr, sehr weit oben, neben 1983 und 1947. Das ist die Wetterlage der kommenden Nacht. Dieses Hitzehoch verlagert sich langsam nach Osten und so ein ganz, ganz kleines Höhentief, das fummelt sich zwischen dem nächsten Hoch da wieder rein und es wird lokal für kräftige Schauer und Gewitter sorgen, wo auch mal einiges an Regen runterkommen wird, nur punktuell. Und die Temperaturen gehen mal vorübergehend zurück und die Hitzebeule, die kriegt so eine richtige Dulle rein. Da kommt schon wieder der nächste Schub, der uns in den nächsten Tagen bevorstehen wird. Mit dem neuen Hoch, das nachrückt und diese Blase, die ihr hier seht, minus 5 Grad in 5,5 Kilometer Höhe, das ist wieder so hochreichende Warm- bzw. Heißluft wie auf dem Foto im Hintergrund. Und die Tiefs machen den Verschwindinger. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe wieder bei um die 15 Grad und darüber. 20 plus X kommen schon wieder angehaucht. Die kommen zu Wochenbeginn kurz vorbei, werden aber dann wohl zur Mitte der nächsten Woche verdrängt. Wieder nach Südosten. Diese Hitze ist wie so ein wabernder Ballon, geht immer mal wieder nach oben und nach unten. Und dieses Mal wird es wieder nach unten gehen. Im Nordwesten wird es kühler. Im Südosten wird die Hitze verschwinden auf der Iberischen Halbinsel. Scharr, scharr, scharr. Da wartet sie schon wieder zu uns zu kommen. Das wird so in der nächsten Zeit weitergehen, allerdings auf einem dann etwas niedrigeren Niveau. Heute kriegen wir zum Start in den Tag vielleicht mal eine Überraschung in Form eines kleinen Schauers. Zieht von Elsass-Lothringen, Belgien und Luxemburg rein. Dann aus der Schweiz heraus und auch auf der Alpen-Südseite gibt es erste Schauer und Gewitter. Im Laufe des Tages haben wir insgesamt strahlenden Sonnenschein. Es sind ein paar dünne, hohe Wolken unterwegs. Im äußersten Westen und in den Westalpen entstehen lokale Schauer und Gewitter. In den Westalpen können die auch kräftiger ausfallen. Dazu der Wüstenwind aus südöstlichen Richtungen an der Ostsee, der Wind aus auch östlichen Richtungen an der Nordsee, aus westlichen Richtungen. Und hier entsteht eine Konvergenz. Bedeutet, der Wind kommt von da, der Wind kommt von da. Die Luft wird zum Aufsteigen gezwungen. Nur diese Luftmassen hier oben, die sind so staubtrocken, da kann kein Gewitter entstehen. Aber langsam sickert feuchtere Luft zu uns und die Temperaturen erreichen 32 bis 38, im Norden 39, im Elbtal 40 Grad. Einige Lokalmodelle gehen sogar auf
41 Grad. Das wird hier im Norden Deutschlands wahrscheinlich neue Rekorde geben. Nach den alten Rekorden von 1994 und 1992, die können hier fallen, ganz knapp. An der See mit auflandigem Wind bleibt es kühler. Spannend wird es dann in den Spätnachmittags- und Abendstunden. Da bekommen wir im Westen und im Südwesten Gewittergefahr. Das sind nicht irgendwelche Gewitter, sondern da ist jede Menge Wind dahinter und vor allen Dingen sehr viel Wasser, gerade in den Mittelgebirgen und nordwestlich davon. Da können mal 30, 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen und das in größeren Gebieten. Und das fällt auf den staubtrockenen und vor allen Dingen knochenharten und heißen Boden. Es wird fast zischen und das Wasser oberflächlich abfließen. Der Donnerstag bringt uns dann noch die Reste der Gewitter in Form von Landregen über dem Norden Niedersachsens auf die Nordsee raus. Dahinter folgen noch einzelne Schauer und Gewitter. Schauer und Gewitter entstehen im Laufe des Tages aus den Alpen heraus und ziehen dann Richtung Mühl- und Waldviertel sowie Richtung Böhmer- und Bayerischer Wald. Später gegen Abend sind auch in der Lausitz, Zittauer Gebirge, Elbsandsteingebirge, Erzgebirge einzelne Gewitter dabei. Im äußersten Südwesten und im äußersten Nordosten scheint die Sonne. Der Wind ist ruppig, kommt aus westlichen Richtungen. Und die Hitze schwächt sich ein bisschen ab. 16 bis 22 Grad sind es an der See, sonst 25 bis 33, im Osten Österreichs 39 und im Osten Deutschlands 35 Grad. Am Freitag geht das Spiel schon wieder von vorne los. Da bounce die Hitze zurück. Viel Sonnenschein gibt es. Am Nachmittag auf der Alpen-Südseite vereinzelte Gewitter. Nach Westen zu kommen immer mehr hohe Wolkenfelder aufgezogen. Bei unseren westlichen Nachbarn gibt es bis zum Abend erste Schauer. Der Wind schwächt sich etwas ab. Nur im Norden bleibt er ruppig. Und die Temperaturen klettern schon wieder. 26 bis 34 im Osten Österreichs bis zu 38 Grad. Im Norden mit auflandigem Wind bleibt es kühler. Am Samstag in der Nordwesthälfte und im Norden allgemein sehr sonnig. Im Südosten ziehen teilweise kräftige Schauer und Gewitter durch und vor allen Dingen auf. Ab dem Vormittag geht es schon los und die wandern dann eben nordostwärts. Hier besteht lokal auch Unwettergefahr. Außerdem ist es dabei noch sehr windig. Sehr windig bleibt es auch im Norden. Und das ist hier kein Fehler. Nach den Gewittern drehen die Winde wieder zurück auf Südost, dann wieder auf Nordwest. Das heißt, da kommt eine neue Konvergenz nachgezogen. Es folgen ein paar Schauer und Gewitter nach. 24 bis 32 Grad gibt es, ist ein sehr frischer Tag. In Alpennähe 21 Grad und auch an der See um die 20 Grad mit auflandigem Wind. Dann kommt der Sonntag. Da reicht ein Symbol. Viel Sonnenschein, ein paar harmlose Wolken sind unterwegs. 22 Grad mit auflandigem Wind an der See. Sonst konservativ gesehen 28 bis 36 Grad. Und ihr ahnt es schon, da geht es wieder nach oben. Wir hatten gestern auch davon gesprochen, dass der Montag mindestens wieder sehr heiß werden wird und nach den derzeitigen Modellberechnungen wäre das locker erreicht. 32 bis 40 Grad mit viel Sonnenschein, einzelne Gewitter auf der Alpen-Südseite ab Osttirol westwärts und im äußersten Nordwesten ebenfalls Schauer und Gewitter. Am Dienstag ziehen die dann langsam nach Südosten ab. Es ist wolkiger, vor allen Dingen sehr windig, bleibt aber in der Mitte und im Süden noch schwül heiß. Im Norden wird es kühler. Kontrollieren wir das ganz kurz anhand der Ensembles von zwei Regionen und zwei Modellen. Das amerikanische GFS-Modell hier für den Nordwesten. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und hier bei dem neuen Anstieg zu Wochenbeginn ist der Hauptlauf in hellgrün mit einer der heißeren Kandidaten. Danach geht es abwärts und es kommt immer mal wieder zu Niederschlägen. Nicht allzu viel, aber da sollte dann ein bisschen was runterkommen. Und das, was wir da sehen, das sind die Gewitter, die jetzt dann von Mittwochabend bis Donnerstagabend durchziehen werden. Das europäische ECMWF-Modell macht das Ganze ähnlich mit dem Gewitterregen von heute Abend bis morgen Abend. Der Aufstieg der Temperaturen zu Wochenbeginn wird hier nicht ganz so drastisch gesehen. Danach alles ähnlich, auch mit durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen und ein paar Niederschlägen. Und dann haben wir noch den Südosten. Gleiches Spiel, es geht runter mit den Temperaturen, wogt aber immer wieder hoch. Wir bleiben über dem langjährigen Mittel, später beim langjährigen Mittel und der Hauptlauf versucht hier nochmal, sagt, ich mach's nochmal heiß, geht dann aber runter. Niederschlagssignale sind hier auch vorhanden. Es wird bei weitem nicht mehr hier so trocken weitergehen wie bisher. Hier hat es ja im Sommer auch immer mal wieder zwischendurch geregnet. Und das europäische ECMWF-Modell macht das ähnlich, nur den Hauptlauf hinten raus oder den Kontrolllauf auch nicht mehr so hoch. Alles dann etwas auf normalerem Niveau, aber mit mehr Niederschlagssignalen noch. Das heißt, dass über lange Strecken sonnige und warme bis heiße Wetter auch im Alpenraum dürfte hier zu Ende gehen. Bis später.